Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Toll, jetzt sind wir schon bei Runde 3. Mensch, das geht hier Schlag auf Schlag. Und ich begrüße zum ersten Mal bei mir vom Mikrofon, ich freue mich ganz besonders, Jochen Maas. Dankeschön. Herzlich willkommen. Und Dirk Adorf. Auch das erste auch, Mal. Auch das erste Mal, natürlich. Ja, ganz genau. Aber ich glaube nicht das letzte Mal. Gilt für beide hoffentlich. Auch natürlich Teilnehmer der BMW-Legendenrennen. Und ihr seid natürlich auch BMW-Legenden. Rainer, du hast die Geschichte miterlebt, oder? Oh ja, also erstmal sehe ich hier zwei große Generationen sitzen. Ohne Witz. Einer, der alles erlebt hat im Motorsport bis hin zur Formel 1. Und einer, der als Multitalent eigentlich heute da steht, fest auf dem Boden, als Rennfahrer, als Juniorbetreuer, als BMW-Mann, als TV-Kommentator. Und das machst du verdammt gut, mein lieber Freund, muss ich bei der Gelegenheit auch mal sagen. Da guckt man gerne zu und hört auch gerne zu. Also das sind nun zwei Generationen. Und jetzt frage ich ganz einfach mal, um was, lieber Dirk, beneidest du den Jochen, was er alles erlebt hat in seiner Zeit und was du leider nie erleben wirst? Ich glaube, um so viel beneide ich den Jochen jetzt gar nicht, was die Rennfahrerei angeht, weil wenn ich sehe, was gerade sicherheitstechnisch da abgegangen ist und wenn ich mir vorstelle, mit so einem Auto, mit einer Formel 1 über die Nordschleife fahren zu müssen, das ist für mich unvorstellbar. Das sind für mich meine großen Helden. Also du musst auch wissen, du hast es schön gesagt, diese zwei Generationen, die wir hier haben, ich bin nun mal einer der Jüngsten hierbei und ich konnte ja gar nicht fassen, dass sie mich angerufen haben, gefragt haben, ob ich dabei sein möchte. Und weil ich bin ja eigentlich der größte Fan, wenn ich hier nicht fahren würde, dann würde ich hier mir die Autogramme holen. Und genau das habe ich von den Jungs damals gemacht. Ich habe noch Autogrammbücher, schöne dicke Autogrammbücher, wo alle unterschrieben haben, unter anderem auch der Jochen. Ja, ich bin durchs alte Fahrerlager gegangen und hatte Tränen in den Augen, wenn ich nach Hause musste. Aber beneidet um die Zeit, vom eigentlichen Fahren her. Und von neben der Kiste? Da einiges. Also ich will nicht wissen, was da abgegangen ist. Da die Zeit, die vermisse ich, glaube ich, sehr. Alles nach dem Rennen, da wäre ich gern dabei gewesen. Also bei Jochen und Co. war es eigentlich so, zu ihrer Zeit Training zu Ende und nicht Meeting und nicht Daten auslesen, sondern erstmal nach den Mädels gucken, gell Jochen? Warum sprichst du mich an? Ja, weil dich das betrifft und ich dabei alle, war. Alle ja, gucken nach Mädels, hör doch auf. Ja. Das hat sich auch nicht geändert, ja. Gott sei Dank. Und beim Dirk ist das heute so, wenn er Rennen fährt, dann heißt es nach dem Training erstmal Daten auslesen und Meeting und Strategiebesprechung und da bleibt keine Zeit mehr für Blödsinn nebenher. Ja, aber auch da war ich, glaube ich, so in der Phase, wo es diesen Übergang gab, wo es sehr digital wurde, der Fahrer. Angefangen habe ich und dann auch wirklich dank deiner Hilfe. Also um irgendwo 92, 93 rum, ne? Ja, mit dem Opel Astra? Ja, da waren wir ein bisschen später, aber dank deiner Hilfe. Astra, ne? Ja, mit dem Opel Astra. Erst mit dem DTC. Citroën. Wir haben das übertragen damals bei Dreisat als Füllprogramm zwischen der Pause DTM. Haben wir da so einen kurzen Zuspieler gehabt. Ich kann mich erinnern, da habe ich deine ersten Rennen kommentiert. Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass ich ein bisschen Essen auf der Motorshow stand 1992. Ich hatte die Langstreckenmeisterschaft gewonnen mit dem Citroën AX mit 100 PS. Da war noch nichts digital, da war auch noch kein Meeting und noch keine Strategiebesprechung. Da hieß es einfach nur Vollgas, egal. Und ich bin zur Motorshow in Essen gekommen und habe gedacht, so, jetzt hast du die VLN gewonnen und jetzt sagen sie dir alle, hallo, möchtest du nicht bei mir fahren? Und ich kam mir vor wie vor so einem riesen Schloss. Ich stand aber auf der Außenseite, hohe Mauern und es gab nirgendwo einen Eingang. Und ich war total planlos. Ich bin ja auch der Dirk vom Dorf. Ich komme aus einem Dorf mit 250 Einwohnern und davon sind 150 Kühe. Ich war so naiv und da bin ich zu dir gegangen, weil ich habe deine Stimme gemacht, ich habe deine Übertragung gemacht und habe zu dir gesagt, Herr Braun, mein Name ist Dirk Adorf, können Sie mir helfen? Vor allem Herr Braun. Ja. So bin ich auch zu dir gekommen. Und du hast mir geholfen. Ich weiß nicht genau, aber ich habe, glaube ich, ich habe irgendwo was gefunden und du hast den Adolf an der Hand genommen. Und dafür bin ich dir heute noch sehr dankbar. Freut und dann zurück zu den, da war noch nichts digital, aber dann war es so, irgendwann kamen die Zeiten, speziell der Nürburgring, der hat mich weit nach vorne gebracht. Und ich weiß nicht genau, das ist eine große Liebe, die wir beide haben. Da kannst du mich nachts erwecken, dann bringe ich das Auto auch meistens an einem Stück zurück. Und als ich dann mal Überräder Motorsport, Pole Position beim 24-Stunden-Rennen, dazu bin ich zu BMW gekommen. BMW hat mir einen Traum erfüllt, das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin so dankbar, dass die mich aufgenommen haben in ein Werksteam. Besser geht's für mich ja gar nicht. Das war meine Traumerfüllung und bin nach 13 Jahren immer noch da.
Und, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass du Jungs auf dem Auto hast, die mächtig viel Gas geben, die ganz, ganz schnell sind. Und da ist der Druck immer so ein Stück weit gewachsen und immer mehr auf Zeiten wurde geachtet. Und ich habe mir mein Dash abgeklebt. Ich wollte meine Zeiten nicht wissen. Ich habe meinen Ingenieur immer gesagt, ich will sie gar nicht wissen, weil ich kann nicht mehr wie das, was ich jetzt gerade im Auto mache. Es bringt nichts, wenn du mir sagst, du musst eine halbe Sekunde schneller fahren. Das erhöht nur den Druck. Und ich habe mir meine Zeiten abgeklebt. Immer. Ich hatte immer ein Tape dabei und habe mir erstmal mein Dash abgeklebt. Und zur Not habe ich auch mal einen Funk ausgezogen. Weil genau das brauchte ich nicht. Ist das... Das war es eigentlich. Und dann bei den Nachbesprechungen, ich habe mit dem Niki Räder Motorsport, jetzt Mantai und ich, wir sind jetzt zusammengewachsen. Wir sind beide, glaube ich, durch den Weg gegangen vom Hobbypiloten über wirklich enthusiastische Hobbypiloten zu sehr schnellen Amateuren hin zu Profis, auf seinem Bereich, auf welchem Bereich noch immer. Und wir haben so effektiv gearbeitet. Gestern haben wir mit Niki Räder gesprochen. Ich bin mit dem Auto rausgefahren, wir haben nach der Hatzenbach das erste Mal gefunkt, da konnte ich ihm sagen, wie das Auto sich anfühlt, weil nach der Hatzenbach weißt du, was mit dem Auto los ist. Ich brauche eigentlich nicht die ganzen Rest zu fahren. Ja, klar. Bis zur Hatzenbach, das wirst du bestätigen. Nach der Hatzenbach weißt du, was mit dem Auto los ist, da haben wir noch auf der Döttinger Höhe gesprochen. Da weißt du schon, dass du für den Rest aufpassen musst. Genau, ja, oder du weißt, dass du ein gutes Auto hast. Ja, du kannst den Jungs direkt sagen, was sie machen müssen. Ich bin reingefahren, die haben geändert, rausgefahren und so effektiv gearbeitet und so gut. Ja, und heutzutage hast du dann wirklich 2,5 Stunden Meeting. Da wird aber auch teilweise in diesen Meetings, muss man auch sagen, extrem viel gesagt. Aber bei rumkommt tut auch nicht viel. Und derjenige, der zu langsam ist, der erzählt besonders viel, weil er sich entschuldigen muss dafür, dass er nicht schnell genug ist. Ist das was, wo du gerade gesagt hast, du klebst dein Dash ab. Ich meine, du bist ja auch immer so ein bisschen Instruktor und nimmst ja die BMW Junioren an die Hand. Mhm. Auf denen lastet ja ein immenser Druck. Also wenn man schon hört, das hat der Jochen Nerpasch mal in einem früheren Interview gesagt, man hat die Zeiten beobachtet von frühesten Kartjahren ausgehend und immer geguckt, dass eine Steigerung da war. Das heißt also, die wussten noch gar nicht so richtig, dass sie unter Beobachtung standen. Wahrscheinlich haben sie es geahnt. Und der Druck, der wird ja nicht geringer. Also es gibt 3 BMW Junioren, die wohnen zusammen, die werden als Team geformt. Wenn du jetzt mit denen redest, kannst du denen so ein bisschen Druck nehmen oder seid ihr da gefordert, da den Druck auf den Kessel zu lassen? Nee, also ich glaube, das ist genau unsere Aufgabe, genau diesen Druck eben zu nehmen und den auch klar zu machen. Es hat ja einen Grund, dass sie da sind und der Grund ist, dass sie schnell sind. Also sie haben sich schon bewiesen. Ne? Und, ja, klar. Und für mich ist das Allerentscheidendste, ist, dass du im Kopf frei bist, dass eben kein Druck da ist, dass du keine Angst haben musst, dass du nächstes Jahr keinen Vertrag mehr hast. Wenn du weißt, es geht weiter, dann kannst du entspannt sein. Und wir gehen ja mit den Junioren viel nach Viareggio und der Jochen Nerpasch hat sich wirklich viel Mühe gemacht, er hat wirklich die Kartzeiten, wir haben alle Trainingssitzungen haben uns reingezogen und geholt, haben sie deshalb, weil sie schnell sind, das machen wir immer wieder klar, auch jetzt zu diesem Wochenende. Unser Ziel ist ja, dieses Rennen zu gewinnen, ob es klappt, werden wir dann wissen, vermutlich, wenn wir das sehen können, irgendwo. Aber auch denen haben wir jetzt gesagt, ihr habt bewiesen, dass ihr schnell seid, jetzt braucht ihr nicht mehr zu tun, ihr braucht hier nicht mehr irgendwas Verrücktes zu machen. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass wir clever genug sind und dass wir es schaffen, fehlerfrei in 24-Stunden-Rennen zu gewinnen. Apropos 24 Stunden, muss ich jetzt mal, bevor mir der Jochen hier einschläft, muss ich jetzt mal zu ihm kommen. Hast du überhaupt jemals in deinem Leben hier ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gefahren? Ich glaube zu Vorzeiten. Kann das sein? Aber nein, da gab es das noch gar nicht so richtig. Doch, 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 doch. Das gibt es seit 1971, mein Lieber. 70 sogar, seit 1970. Also ich bin es nicht gefahren für Ford damals. Ich fuhr es nur viel später mal mit dem Audi TT, mit den Serienreifen von Conti. Aha. Und ich sage jetzt die Namen hemmungslos. Und es war auch alles wunderbar, außer dass in der Früh irgendwann ein Turbo kaputt ging. Und es war, ich muss sagen, eine sehr geteilte Freude. Verstehe. Ich war mit Serienreifen in dem Feld von den wirklich schnellen Autos auch. Da ist ja jeder schnell mit Slicks. Der ist immer schneller wie du mit deinen Serienreifen. Dann überholst du aber trotzdem, weil das Auto ein bisschen flinker ist. Und dann kannst du irgendwo vorbeifahren. Und dann sitzen sie nachts mit den hellsten Lampen, die es irgendwo im Kauf gibt, hinter dir und leuchten dich an, dass du nichts mehr siehst da vorne. Und das ist dann schon sehr unangenehm. Ich muss sagen, ich habe es nicht genossen. Du musst am Nürburgring, Entschuldigung, mit den 24 Stunden am besten mit einem sehr schnellen Auto fahren, damit du wegkommst vom Volk. Und wach bleibst. Ja. Und bergauf nicht rauchen muss, wie der helle Bein und wie der Winkelhock. Und wie der Rainer Braun muss. Nein, das ist never. Du hast das auch gemacht. Nein, nie, never. Aber Jochen, ich muss noch dazu sagen, das betrifft auch den Dirk, wir haben zwar jetzt 50 Jahre 24-Stunden-Rennen, 72 bis heute, erster Sieger Stuck, offiziell gewonnen mit dem Köpfchen 2002 mit Clemens Schickentanz nebendran oder im Wechsel. Ja.
Aber das gab es schon vorher als Leistungsprüfung. Ja. Hat einmal die Hannelore Werner gewonnen. Ach. Und ein andermal, weiß ich nicht mehr, ich glaube, der Rüdiger Pfalz war noch dabei. Das gab es schon 70 und 71. Das hat der MSC Langenfeld als Vorläufer auch über 24 Stunden, aber nicht jetzt als pures Racing-Event, sondern es war mehr etwas gemütlicher. Leistungsprüfung nannte sich das. Das war aber auch nur der Name, Leistungsprüfung. Ja, ja. Es ging aber über 24 Stunden. Es wurde auch nachts, glaube ich, mal Pause gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Der Otto Paul Rothart ist eigentlich der Schöpfer mit dem Ernst Hamening dieses 24-Stunden-Rennens. So viel nur zur Geschichte, jetzt hast du es auch gelernt, gell Jochen? Ich habe es im Hinterkopf schon noch irgendwo gespürt, dass ich es weiß, aber ich dachte mir, ich muss da ein bisschen Kontra geben. Was spürst du sonst noch im Hinterkopf im Moment? Herr Maas, jetzt wo wir hier bei BMW sitzen, müssen wir mal ein bisschen erzählen, was Sie mit BMW zusammen erlebt haben. Also ich kann mich nicht jetzt persönlich, da habe ich noch nicht gelebt, aber an ein Eifelrennen erinnern. Das haben Sie gewonnen im Jägermeister-March mit einem BMW-Motor, 1977. Ja, das war der March. Das war ein wunderschönes Auto, der Formel 2 sowieso. Auf dem Nürburgring war ein Formel 2-Auto mit das Beste, weil das war am handlichsten. Ich meine, Formel 1, ein richtig guter Formel 1 war auch toll, logischerweise, aber die Formel 2 waren einfach wunderschöne Autos. Da konntest du auch, wenn das Wetter schlecht war, was ja der Jacques X ein paar Mal bewiesen hat, in dem Formel 1 Feld ganz vorne mitfahren. Und das lag in erster Linie daran, dass das Handling von den Autos so ansprechend war. Und das war wunderbar. Und na gut, ich habe es gewonnen. Ich habe es ein paar Mal gewonnen eigentlich mit dem. Du hast es 72, dein erstes Formel 2 Rennen überhaupt auf der Nordschleife gewonnen. Ja gut, Hallo? Das war das zweite Formel 2 Rennen, das erste war in Hockenheim, richtig. Niki und ich, wir fielen beide aus mit Motorschaden, unmittelbar hintereinander, erst er, dann ich, bevor ich zurückkam und ich dachte schon, du bist der Erste da im Motodrom. Und du hast das nicht. Auto von Ronnie Peterson fahren dürfen, stimmt's? Ja, ich fuhr, ja genau. Ja. Und das war gut, ne? Und hier, das war wunderbar, ich habe dann, aber es gab verschiedene, wir hatten auch verschiedene Räder damals, Reifen, Gummis. Und ich fuhr dann mit dem Surtees ja dann später. Und bei der Surtees hat er kein Geld, aber da hat er noch Gummis rumliegen. Zu Hause waren Firestone, die waren einfach besser als die Goodyear. Und das war also mit der Formel 1, als ich dann mein erstes Formel 1 Rennen hier fuhr. Das war mit dem TS 12 oder 8. Ja. Ist auch egal. Das ist ja auch den Druck vielleicht. Ja, nee, das war wunderbar, aber das war gut. Und dann war ich mit dem Auto flink und dann bin ich auf Emerson aufgelaufen, dachte ich mir, also Fittipaldi, dachte ich mir, du holst es noch in der letzten Runde, weil ich konnte am Galgenkopf konnte ich fast voll fahren oder bin voll gefahren. Und der Emerson bremste aus irgendeinem Grund. Der war mit dem Lotus vor mir, ich war also dicht dran schon. Und da war oben irgendein anderes Auto, hat sich da rausgekegelt und gelbe Flaggen natürlich, muss man alle ein bisschen bremsen. Da hat der Emerson wieder als erster beschleunigt, da kam ich nicht mehr ran. Aber sonst wäre ich Sechster geworden, hatte ich einen Punkt gleich gehabt beim ersten Rennen, bei meinem ersten eigentlichen Formel 1 Rennen. Weil das erste in Silverstone war ja ein brachialer Unfall, 12 Autos, kaputt, alle drei Surtees natürlich auch. Und da dachte ich mir, wenn das die Formel 1 ist, das ist ja auch nicht so witzig. Naja, gut, aber. Aber ich sehe dich jetzt, mein lieber Freund, wieder im Rennoverall, maßgeschneidert, wie ich sehe. Immer noch. Und das bedeutet, du wirst wohl ins Lenkrad greifen bei den Legends im L2 BMW. Wie sieht es denn nach dem Training so aus für dich? Bist du zufrieden? Nee, natürlich nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Ich habe keinen übertriebenen Ehrgeiz, ganz ehrlich. Ich freue mich ja, wenn das Auto, dass ich fahre, dass ich da bin, und so, weil ich ganz neugierig war. Aber ich müsste natürlich, du musst dich auch altersbedingt auf der einen Seite, du musst dich schon wieder reinfummeln. Das geht nicht mehr so automatisch wie früher. Ja, aber du fährst doch historisch ständig. Hysterisch, ja. Aber das sind natürlich völlig, das sind völlig, ich weiß, völlig andere Welt. Autos. Diese andere Welt. Das sind völlig andere Autos. Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich habe diese ganzen Epochen natürlich wirklich genossen. Und ich wusste, es war gefährlich, das wussten wir alle. Aber du hast es akzeptieren müssen und das hast du auch getan. Du hast es weggestellt in eine Ecke und hast immer gehofft, dass es eben nicht passiert. Und wenn es passiert, dass es glimpflich ausgeht einigermaßen und so weiter. Und das waren so die Punkte. Und dadurch warst du natürlich auch ein bisschen verantwortungsvoller mit deinem eigenen Tun umgegangen, als es heute vielleicht der Fall ist. Und das hat mich nie besonders berührt. Die Tür ist da. Ich kann jederzeit rausgehen. Ich muss das nicht machen. Wenn du also das Gefühl hast, dass es irgendwie zu prekär wird, dann tu es nicht. Mein Gott. Aber ich habe es ja gerne gemacht und ich war nicht stolz drauf. Ich war einfach zufrieden und auch irgendwo hat es nur mein Dings bestätigt. Ich war bei der Seefahrt, klar, aber dann, als ich fuhr immer Auto vorher schon.
mit 14, 15 einen Volkswagen von der Mutter. Und ich fuhr gut mit dem Auto und ich konnte alles Mögliche machen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich in mir hatte, mit dem Auto gut umzugehen. Ich dachte nicht an Rennen, wirklich nicht. Aber ich fuhr besser als alle Freunde sowieso. Und als ich dann später dann irgendwann ja, zu einem Rennen kam, weil ich im Wald saß da in Eberbach mit meiner Freundin und die war Streckenposten. Und da habe ich die ersten, da kamen die Autos vorbei und die rochen natürlich entsprechend und dachte ich mir, das machst du jetzt. Da kamen damals schon die Containerschiffe und da wollte ich dann auch nicht mehr fahren, weil das war einfach nicht so furchtbar romantisch. Jetzt müsst ihr euch mal bitte vorstellen, Dirk und Carsten, hier sitzt die eine Hälfte von Deutschlands besten Motorsport. Männern und absolut. Besten Rennfahrern aus den 70er Jahren. Die andere Hälfte heißt Stuck. Die beiden haben Deutschland repräsentiert in dieser Zeit. Ja. Das waren die Nummer 1 Piloten und die haben wir alle verehrt und ich bin stolz und froh, dass dieser junge Mann mit 75 inzwischen mal mein Teamkollege war, zumindest für ein Jahr. Und er hat mich gnadenlos versäbelt. Gnadenlos in der Formel Superfahrer. Das war nicht meine Aufgabe. Und egal. Das war Zufall. Und warum er so erfolgreich war? Ich er fuhr glaube, ja sehr schnell. Entschuldigung. Er fuhr sehr schnell. Und er machte auch immer Druck. Und wenn du dann Druck von Rainer Braun, verdammt nochmal, was das macht der schon wieder? Und dann bin ich mich tatsächlich in Zolder oder wo das war, habe ich mich selber rausgekriegt. Zaunkönig von Zolder. Ihm. Na gut. Eingewickelt. Warum sie so erfolgreich sind, das haben sie auch gestern wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er kam nämlich ganz aufgescheucht ein BMW-Techniker zu mir und gesagt, der Jochen Maas, der löchert uns nach dem Auto, sowas haben wir noch nicht erlebt. Sie müssen also sich alles erklären lassen von dem M2. Und ja gut, das ist das Mäusekino, du hast ja keine Ahnung, wo du drauf guckst auf die ganzen Knöpfe. Nein, aber die waren, dann doch diese Abkürzung. Ja, aber die waren ganz beeindruckt, dass sie sich da wirklich so im Detail für interessieren und alles wissen wollen. Gibt es irgendwas, was sie gern verbessern würden am Auto noch für sich oder wie sie es anders einstellen würden? Wenn du mit dem Auto arbeitest, glaube ich, kannst du noch ein paar Sachen finden, die vielleicht ein bisschen gutmütiger einerseits oder irgendwas. Das Auto ist nicht schwer zu fahren, aber es ist natürlich, wenn du hier auf Geschwindigkeit fahren willst, musst du schon irgendwo in den Bereich fahren, du musst schnell rollen und du darfst es nicht forcieren und du darfst nicht irgendwie das übertreiben mit irgendwas und das kommt nicht von alleine, das musst du dir ein bisschen anarbeiten und das sind so Dinge, da denkst du vielleicht Luftdruck, dass du ein bisschen änderst oder Kleinigkeiten, die wir machen können. Ich spiele nicht rum mit den Stabis, das ist mir alles wurscht, aber ich sag mir, das könnte man zu Hause mal machen, dass man mal das Auto nimmt und irgendwo ein bisschen auf einer Strecke versucht, das Auto irgendwo so ein bisschen angenehmer zu machen. BMW hat tolle Autos, immer. Ich habe mich verliebt in die BMWs schon als Kind. Da gab es diese alten BMWs, diese V8 3.2er, ne, diese runden. Das waren tolle Autos, die haben mir unheimlich gut gefallen. 500 und dann, ja, 500 genau. Ja. Ja. Und dann fing ich an mit den 800 Ti von einem Freund. Und tobte darum mit dem Ding und das war eine Riesengaudi. Und das war ein Auto, was bergauf beschleunigt ist. Das war ja neu damals. Das war ja toll. Das war schon mal gut. Naja, und das sind so Dinge, die vergisst du nie. Und da war irgendwie, BMW hat da so einen ganz speziellen Platz eingenommen in deinem Wunschverhalten, sag mal so. Ja, dich muss ich jetzt was fragen, ganz wichtig. Ja. Zukunft. Du wirst irgendwann am Scheideweg stehen und wirst dir sagen, was will ich jetzt werden? Will ich jetzt Profi werden im Rennsport? Oder will ich Fernsehkommentator bleiben und das ausbauen? Oder will ich beides weitermachen, was auf Dauer nicht geht, kann ich dir jetzt schon sagen. Also das geht nicht. Dazu muss ich sagen, ich bin schon viele Jahre kein Rennfahrerprofi mehr. Das muss man wissen. Ich habe noch nie irgendwie gesagt, ich höre an der Stelle auf. Da ist ja ein Stück weit mein großes Vorbild auch der Harald Groß. Ich fühle mich einfach wohl in dieser BMW-Familie. Ich dränge mich da nirgendwo auf. Dieses Junior-Programm erfüllt mich sehr. Auch die Zusammenarbeit mit dem Jochen Nerpasch macht mir viel Spaß. Und mit dem Sven Blusch, das ist ein ganz tollen Job, den der Sven macht. Der macht das ja quasi alles im Hintergrund. Und er hat auch die richtigen Leute da zusammengesucht. Und ich selbst habe irgendwann mal gesagt, nach dem Z4 GT3 haben wir gesagt, ist in Ordnung. Es macht ja auch keinen Sinn, dass ich alter Sack, also ich bin ja ein alter Sack. Auch 52 Jahre, ich bin 52. Was soll ich denn da sagen? Was wollen wir denn ja, sagen? Ja, gut, aber gut, dann nicht. Ja, aber hier, ja, aber für den Motorsport bin ich sag mal, für den aktiven Motorsport bin ich. Das spielt keine Rolle. Du bist ein schneller Mann. Du weißt warum? Du hast eine innere Ruhe und du hast ein Verständnis fürs Auto. Du hast ein natürliches Talent und das ist doch wunderbar. Es ist hervorragend, wenn du das vermitteln kannst. Natürlich auch sprachlich und so weiter. Und
Aber denk an so einen Paul Freire und was auch immer. Die Leute, die fuhren alle noch ein bisschen später Alter und die fuhren richtig schnell noch. Die waren super gut. Der Paul Freire ist in Le Mans mit einem Audi R8 Anfang 2003, 2004 ungefähr für sich einen Test gefahren. Dann haben die Leute bei Audi die Zeit gesehen und haben gesagt, das hätte mal eben für die vierte Reihe gereicht, so nebenbei in der Startaufstellung. Da war der aber schon 80, gell? Ja, aber das Schöne ist, das ist immer wieder da, wenn du im Kopf klar bist und dieser Scheideweg, ich habe diesen Scheideweg ja nicht. Ich habe ja zu Hause auch noch mein eigenes Business. Alles das, was ich betreibe, das ist im Herzen mein Hobby. Das ist, ob das der Motorsport ist, ob das Fernsehen ist, ob das auch zu Hause mein Job ist. Ich stehe jeden Tag auf und gehe meinem Hobby nach. Ich habe diesen Druck nicht. Das ist total, ja. Und ich glaube, das macht die ganze Sache auch so einfach. Und deshalb mein letztes echtes Rennen bin ich gefahren vor, ich kann dir gar nicht sagen, 5, 6 Jahren. Und du hast ja noch dein Autohaus, kommt ja noch dazu. Das meine ich ja. Ne? Das ist, und deshalb, also dieser Scheideweg, der ist gar nicht da. Ich mache den Motorsport, alles, was ich da noch machen kann, leidenschaftlich gerne. Wenn ich irgendwo gebraucht werde, und so sehe ich mich auch, wenn ich sage, falls mich jemand brauchen sollte, ruf mich an. In meinen Verträgen steht nirgendwo drin, dass ich noch so und so viel Rennen fahre, will ich auch gar nicht. Und wenn mir die Frage gestellt wird, was würdest du lieber machen, Rennen fahren oder kommentieren? Das will ich wissen jetzt. Dann möchte ich kommentieren. Danke. Ich habe da so einen riesen Spaß dran. Ja, das merkt man. Das muss ich auch sagen. Das ist ja auch so wertvoll, Entschuldigung. Ja. Gute Kommentatoren und gute Begleiter von solchen Sachen, die sind rar. Und das braucht man bei uns. Nein, wirklich, es gibt. Ja auch gemacht. Und wenn da jemand dabei ist, stimmt, die ja selber auch gut Auto fahren, dann ist das eine andere Geschichte. Das ist viel lebendiger und viel authentischer, als wenn das irgendjemand sagt, ja, das ist immer nur so Hearsay, ne, von außen. Du fährst ja mit, du sitzt ja drin und fährst eben, mit, genau. Da ist beim Rainer. Wenn du es gemacht hast, du fühlst ja, du siehst ja, was da passiert und kannst sagen, warum passiert das da gerade? Und das ist. Der Jochen war ja auch Fernsehkommentator bei RTL in den ersten Formel 1 Jahren, als die Übertragungen dort gerade so ihren Anfang genommen haben, war unter Willy Knupp. Ja, genau. Ja. Na gut, das war natürlich eine etwas mühsame Geschichte und ich habe mich sehr geärgert, muss ich dazu sagen, als RTL mich dann entsorgte. Und das fand ich eine richtige Unverschämtheit. Und das Ganze war geboren in den Kopf von unserem Hans Mahr von der Kronenzeitung aus Wien. Der Berger, der sich beschwerte bei ihm, also angeblich, der gesagt hat, der Master kritisiert mich immer, was ich nie gemacht habe. Und das habe ich auch nicht gemacht. Ich mochte ja Gerhard auch. Und so, ich habe dann über die Ferraris geredet und dass die schwierig zu fahren waren. Und deswegen sind schnelle Runden nicht unbedingt maßgebend für einen Gewinn des Rennens. Mhm. Weil du kannst sie nicht aneinander reihen. Und das sind so Sachen. Ja, Wir müssen Schluss machen, weil der Max Hesse und Johnny Giacotto steht auf der Matte und der Max Hesse, glaube ich, hat zwei Stunden weiter. Danach können wir gerne noch. Die stehen draußen im Regen. Die stehen draußen. Nein, die müssen reinkommen, weil der Max Hesse muss ja irgendwann mal fahren heute und der hat ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wir kommen zur letzten Frage. Das ist immer die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, das Hohl geht aus, da frage ich immer, in welchem Auto und auf welcher Strecke Sie das fahren würden oder du. Heute geht es um BMW M. In welchem BMW M der Historie würden Sie das verfahren, Herr Maas? Mit einem wunderbaren 2000 Ti. Okay, auf welcher Strecke? Nürburgring natürlich. Du? Ich auch. Mein großer Traum wäre es in der glorreichen DTM-Zeit, der M3, der letzten Evo-Ausbaustufe, mit dem mal über Nürburgring-Nordschleife zu fliegen. Das wäre ein Traum. Jetzt steht es 2-2. Zwei Vorgänger haben den M1 genommen, zwei weitere Vorgänger haben den M3 genommen. Jawohl. Jetzt wollen wir mal gucken, in der nächsten Runde wird dann eine Entscheidung fallen. Wie es weitergeht. Das Auto. Ja, stimmt. Einmal haben wir noch. Jochen Maas, Dirk Adolf, herzlichen Dank für eure Zeit, Ihre Zeit und viel Erfolg morgen beim Rennen. Aber gerne. Runde 4, Rainer, Mensch, jetzt haben wir es fast geschafft. Klar, dass die Zeit schon fast vorbei ist, aber ich freue mich ganz besonders über diese Runde, denn das sind immer ganz toll zwei weit auseinanderliegende Generationen an Rennfahrern zusammen zu sehen. Einmal natürlich Johnny Giacotto, herzlich willkommen. Danke. Und Max Hesse. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, so kurz vorm Rennen oder so kurz vorm Qualifying und das jüngste Mitglied der BMW Juniorenfamilie sozusagen. Rainer, womit fangen wir an? Ich denke mal, wir fangen schon mal mit dem gestandenen Herrn an, der uns viel Motorsportgeschichte geschrieben hat, Johnny Giacotto, inzwischen 66, jetzt zu Besuch bei uns.
Das erste Mal im Podcast mit dem Carsten und mit mir. Johnny, wenn ich dich so sehe, fällt mir immer nur ein einziges Rennen ein. Und das geht nicht nur mir so. 1992, Nürburgring Nordschleife. Das Rennen der Rennen. Zweimal gegen Klaus Ludwig, zweimal um Zehntel verloren in der letzten Runde vor der Zielflagge. Das hat Geschichte geschrieben, das weißt du, ne? Ja, das war fantastisch. Rennen. Ja, vor allem fantastisch für den Herrn Ludwig, weil der hat zweimal gewonnen. Weniger fantastisch für dich, der hat dich nämlich zweimal ausgetrickst. Unten da, ganz kurz vor der Schikane, ist es passiert. Yeah, the race was decided in the long straight. I mean, he had more speed, a little bit more speed than me, and so he could overtake me two Aber times. Du bist in die Geschichte eingegangen mit dem Klaus. Es gibt in der DTM nur wenige Rennen, über die man heute noch redet, in der alten DTM, aus der alten DTM. Das gehört dazu, da kannst du sehr stolz drauf sein. Ich habe es damals kommentiert, ich bin bald vor Begeisterung vom Hocker gefallen, glaub es mir. Ja, das, ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Nürburgring für mich ist speziell. Ich habe vier Rennen gewonnen hier und Meisterschaft. A few championships. The last race was decided here at the Nürburgring and I won it. So I was racing here with everything, with motorbikes. It was the youngest motor race driver ever, is right? Yeah, world champion, yeah. World champion. I still have the lap record in the 500cc here with the motorbike, and I tell you, it was something really special to drive around the Nordschleife. Also with the Formula 2, it was quite tough. And all the races with the DTM, with the M3, the 24 hours, so. Yeah, it's, the 24 hours you won 92, I 92, think. Yes. Together yes. With Marc Duez. Yes. With Jean-Michel Martin. Martin and Ostreich. Markus Ostreich? Markus Ostreich. I don't know. Oh. I'm not quite sure, I think so. Ah, Danner. Christian Danner. The fourth man. Yeah, we were four or five, I don't know how many drivers. Hauptsache gewonnen. Wenn wir vom Gewinnen reden, können wir gleich bei dem jungen Mann hier weitermachen. Ne? Er und seine Freunde, die BMW Junioren, Neuauflage, die machen schon mal einen ganz guten Job, wenn ich das so sehen kann. VLN. Letztes Jahr einiges gewonnen, jetzt die Vorqualifikation, die hätten wir sogar beide gewonnen, wenn nicht noch 30 Sekunden drauf gekommen wären. Irgendwo bei Gelb ein bisschen zu schnell, gell? Das muss man alles mal mitgemacht haben. Aber ich muss schon sagen, das sind Junioren, die schon ihren Job sehr gut machen. Alle um die 20, eher 20, die beiden anderen 21, der Neil Verhagen und Dan Harper, der Engländer. Ihr drei seid unter der Ägide von Jochen Nerpasch. Und der hat natürlich mit seinen 83 Jahren jetzt hier nochmal eine wunderbare Geschichte zu erledigen. Ist der Vater des ersten Junior-Teams. Ganz wilde Burschen. Was ich dich fragen wollte, Max, dein erstes Rennen als Junior, gab es da irgendeinen Zwischenfall im Training oder im Rennen selbst? Oder ist das alles gut und normal und auch erfolgreich verlaufen? Ne, das erste Rennen war gleich mal ein Ausfall leider. Nur ein Ausfall oder ein Unfall? Ne, es war ein Unfall. Ein Unfall. Ja. Du kannst du dich mit Eddie Schiefer gerne zusammentun. Der hat dasselbe fertiggebracht. Der ist nämlich in Zolder bei seinem allerersten Rennen, als die Junioren das erste Mal antraten und die ganze Welt gesagt hat, das funktioniert nie. Herr Nerpasch, was haben Sie sich dabei gedacht? Das können Sie nicht machen, die jungen Leute und überhaupt und Rennsportmeisterschaft und Haier hier und Stuck da und was weiß ich und sind auf den Nerpasch los. Diese Idee sei verrückt. Was ist passiert? Der Herr Schiefer schmeißt das Auto als erstes raus. Schon bevor es überhaupt richtig losging, im Vortraining, das war überhaupt noch nicht offiziell, da lag schon der erste 320er auf dem Dach. Also da habt ihr was gemeinsam. Du bist zwar nicht aufs Dach gefahren, aber ich lag zum Glück nicht auf dem Dach. Ne? Ja, nee, ja, es ist,
sagen wir mal, nicht perfekt losgegangen. Wir mussten natürlich erstmal auch unsere Permit machen. Das heißt, wir sind mit dem 240i am Start gewesen und zum Glück dann NLS 2 und 3 lief deutlich besser, dass wir die Permit geschafft haben. Und dann ging es so langsam los 2020, dann sind wir das GT4 aufgestiegen, konnten da dann unsere Klasse beim 24-Stunden-Rennen gewinnen. Und seit letztem Jahr dürfen wir mit dem schönen GT3 fahren hier auf der Nordschleife. Ihr seid noch jünger als die Junioren von 77 übrigens. Okay. Ja, alle drei. Gut zu wissen. Und ihr lebt ja auch irgendwie ein bisschen so zusammen als Kommune sozusagen. Das heißt, der Zusammenhalt wird gefördert und ihr fahrt jeder für sich und für den anderen. Weil jeder ist ja gehalten, nichts kaputt zu machen, sonst sind die zwei anderen ziemlich sauer. Das heißt, es ist ein Teambuilding sozusagen. Ja, genau. Deswegen auch der Name vom Junior Team. Wir müssen alle zusammenarbeiten und zu dritt lernt man halt deutlich schneller wie alleine. Und ich glaube, das hat man jetzt auch in den letzten Events dann schon gemerkt. Das heißt, es werden weniger Fehler gemacht. Wenn der eine den gemacht hat, kann er gleich schon mal weitergeben. Und ja, so haben wir uns jetzt immer gesteigert von Wochenende zu Wochenende. Und ich glaube, wir sind in einer ganz guten Position für dieses Wochenende. Jetzt stell dir, Carsten, das bitte mal vor. Und Johnny, da sitzt einer mit 20 Jahren, der kriegt einen M4 GT3 an die Hand mit den Kollegen. Und die sind nicht nur schnell, die gewinnen damit. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit in den 70ern, Rennsportmeisterschaft und Co., da warst du mit 25 ein Youngster. Und da warst du in einer glücklichen Lage, dass du in dem Alter schon so ein Auto bekommen durftest, konntest. Da kommen die heute mit 19, 20 daher und kriegen so ein tolles Auto an die Hand und sind auch noch erfolgreich. Ich finde das fantastisch. Ich würde auch gerne mal 40 Jahre jünger sein, damit ich das nochmal kommentieren kann. Du hättest gar nicht die Disziplin, denn das ist genau das. Ich glaube, man reift auch im Zeitraffer. Denn ihr macht ja nicht nur, ihr fahrt ja nicht nur Auto und habt ansonsten ein lustiges Lotterleben in eurer Rennfahrer-WG, sondern das heißt, es ist ja, gehört ja viel mehr dazu, heutzutage professionell Rennsport zu betreiben. Beschreibt mal so ein bisschen so einen Tag, wie sieht das bei euch aus? Ja, genau. Also wir werden eigentlich von A bis Z abgeholt beim BMW Unity Team, um ehrlich zu sein, sei es das Fahren an sich, Medienaktivitäten, Simulator gehört jetzt mittlerweile dazu. Wir sind ja auch in der GT World Challenge mit am Start und da gibt es Simulator-Rennen, die wo Teampunkte mit für die Meisterschaft einbilden. Das heißt, wir tun einfach sehr, sehr viel Zeit auch da rein investieren und Fitness machen, zusammen mit Formula Medicine haben wir einen starken Partner da, wo wir am Anfang des Jahres immer 2 Monate in Viareggio sind, von 9 bis 17 Uhr jeden Tag im Fitnessstudio. Das sind jetzt nicht die schönsten Zeiten, aber wir kommen zumindest in fit zu der Rennsaison, sage ich jetzt mal. Habt ihr überhaupt noch Freizeit irgendwie, um Sachen zu machen, die man normalerweise in eurem Alter macht? Wenig, sehr, sehr wenig, aber hier geht ja auch nicht viel am Nürburgring, von dem her, das ist okay. Okay, Johnny, if you listen to this, what the program is to be a young race driver, would you love to start your career right now? Of course, I mean, it looks from one side easier than before, because you have a lot of help, as he said, with simulator, with preparation, with everything. In the past, there was not much of this. No electronics, no data that you could see and check where you had a problem or whatever. In the past, you were good from the beginning or it would take you too long to be at the top. So, of course, these days it involves more time and, as he said, the preparation, Formula Medicine and things like this, and all the media time you have to spend. I mean, there is a completely different world than like it was before. Aber der Johnny hat natürlich auch noch die Aufgabe, seine beiden Söhne im Rennsport zu coachen. Das kommt ja auch noch dazu. Da haben wir den Johnny Amadeus und wir haben, wie heißt der andere? Jonathan. Jonathan, ja, richtig. So. Jonathan is still active and he's very, very fast. Johnny, he decided he couldn't enter the Formula One. Everything was stopped. He was doing GP2. He won races there, and he was testing Formula One for Force India and Toro Rosso. And unfortunately, he had support from Venezuela, but the things went completely wrong in Venezuela. Yeah. So he decided to stop. Mit anderen Worten, dumm gelaufen. Yeah.
he decided to stop, and so he's a good businessman today, and I'm very happy about that. Jonathan is active, he's racing GT3 in Italy, in Lamborghini. Also könnte man Gegner von Max werden und Co. Yeah, they could race together, of course. Yeah. I would be happy. Would be happy to see Jonathan and BMW with them. So maybe in the future, once. So why not? Now you're here to celebrate 50 years of BMW M, and right. You drive yes. These beautiful cars. Yes, and why not to continue the BMW Cicotta story? Yes, yes, for sure. Could you get a few tips how to drive these modern cars from Max? You talk to him? No, the only tip I can give him for the 24 hours is to have a race without problems, without anything can accidents. Accidents. Yellow flag. Here is so difficult with all these slow cars, especially. It's better to lose a few seconds mm-hmm. than to try to risk too much. And the big risk overturning. Slower cars overturning. Yeah, this looks is the problem. Not in the mirror. This is the problem I was seeing also yesterday on TV. It's unbelievable. Because the difference in speed is too much. Johnny, it was already in 1992. When you arrive and there were seven cars, reden, slow mein Lieber, cars. Wir müssen fighting. Noch reden über dein M2 Race, über das Cup Rennen. Yeah. Morgen, 14 Uhr. Yeah, I'm very happy to be here. Yeah. Und ich BMW sehe nach dem M2. Freien Training Platz 3, 3 Zehntel Rückstand. Yeah, nur. I'm too slow, I'm sorry. I mean, my last race, last championship I did was 20 years ago. Since then I have no testing, no racing, nothing, only some laps with the historic, with the old M3. It's not but true, only a not few a laps, true this racing is not a race. No. And I thought I was much more rusty yesterday than after a few laps I was already close to the top. I can tell you, the others have a lot of respect. Wie ich seinen Ehrgeiz kenne, wird beißen, was das Zeug hält, und ich würde ihn als Sieger nicht ausschließen. Würde ich auch, also wenn ich das Geld setzen müsste. If I had to bet. Also 20 Euro setze ich auf dich. Yeah, okay, thank you. Not more, not more, please. Ich komme extra nochmal zurück zum Abkassieren dann, gell? Ja, okay. Ich fahre eigentlich wieder nach Hause heute, weil ich noch was anderes zu tun habe. Guck mir alles im Fernsehen an, aber ich komme dann das Geld abholen, gell? Okay. Bevor du mir wieder abhaust. Ne? Max, wir haben jetzt Freitag früh, Freitag Vormittag. Wie sieht jetzt der restliche Verlauf des Wochenendes aus? Wie viel Freizeit hast du jetzt noch oder was gibt es jetzt noch an Briefings und so für dich? Ja, wir haben noch die ein oder anderen Meetings natürlich, Strategy-Meeting etc. und versuchen uns so gut wie möglich auf heute Abend vorzubereiten fürs große Pole-Shootout, was dann die Startaufstellung fürs morgige Rennen entscheidet. Dann schauen wir mal, dass wir da vorne irgendwo in den ersten Reihen stehen, um erstmal dann die ersten paar Stunden mit dem Flow mitzufahren. Wer fährt das Shootout? Der Dan wird fahren. 24 Stunden Sprintrennen steht euch bevor. Richtig. Ist da Jochen Nerpasch, gibt ja auch noch so ein paar Tipps, steht er dabei? Oder natürlich. Ja. Ich glaube, der Nerpasch wird wahrscheinlich die Boxen nicht verlassen, die 24 Stunden, so wie ich ihn kenne. wie wirkt der Jochen auf euch? Das ist ja ein unglaublich ruhiger Typ, der auch selten mal lacht, der eigentlich immer ernster steht. Ist das eine Respektsperson oder betrachtet ihr ihn mehr als Freund, Mentor und irgendwie so ein bisschen als Vater von euch dreien im Rennsport? Ja, ich meine, wir haben natürlich extrem viel Respekt vor ihm und ohne ihn würden keiner von uns jetzt hier sitzen, würde keiner dieses Jahr hier am 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Von dem her ist es einfach eine Riesenchance für uns. Wir sind sehr, sehr glücklich, ihn dabei zu haben und ja, wie gesagt, er gibt uns extrem viele Tipps, er kann uns überall unterstützen und er weiß halt genau, worauf es ankommt. Und wenn er mal den Mund zu einem leichten Lächeln verzieht, dann wisst ihr genau, ihr habt einen guten Job gemacht. Richtig, ja. Das ist mein Schlusswort, mein Lieber. Okay, und meins ist die letzte Frage. Immer die letzten 50 Liter Sprit, das ist immer Tradition in meinem Podcast. Eigentlich frage ich offen, in welchem Auto, aber hier ist natürlich speziell, in welchem BMW M-Modell würdest du die letzten 50 Liter Sprit deines Lebens verfahren und auf welcher Strecke? Um ehrlich zu sein, in dem M3 von 92. Ich war mal ganz knapp davor, ihn schon fahren zu dürfen, was dann leider doch nicht stattgefunden hat. Von dem her, da hätte ich mal super Lust drauf. Oder ansonsten M1 Pro Car.
Guck, die letzte, siehst du? Also 3-2. Auf welcher Strecke? Nicht auf der Nordschleife. Normale Grand Prix-Strecke. Imola zum Beispiel. Imola finde ich super coole Strecke. Oder ein Spa. Weil du das Auto heilassen willst. Na, Spa auch, ja. Okay. Also zwei haben schon vor dir den M1 gewählt. Du bist jetzt der Dritte. Die anderen beiden hatten M3. Also du hast gewonnen mit den anderen beiden. Johnny, the last 50 liters of fuel in which car and on which track would you burn them? In which BMW M car? Ah, the M3. The M3? Yeah. From 92 as well? 92. Your old one? Okay. And why not? The Nordschleife? And which track? Nordschleife. Yeah. And in the mirror, Klaus Ludwig in the Mercedes-Benz. Also 3x M3, 3x M1. Hier steht der wunderbare M1 von 82, Nelson Piquet und Hans-Joachim Stuck. Siegerauto, 1000 Kilometer Rennen, M1. And in the motto was yes to the Nordschleife. Yes. Tja, dann kann ich nur sagen, toi 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 für euch. Dankeschön. Lass den Jochen morgen und übermorgen ein leichtes Lächeln zeigen, dann ist alles in Ordnung. Und wenn die Zielflagge fällt, lacht er hoffentlich. Ja, in Köln hat man übrigens gesagt, als er noch bei Ford Sportchef war, hat man gesagt, der geht zum Lachen in den Keller. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man mit dem Jochen zurechtkommt, kann man mit ihm wunderbar auch abends ausgehen und es wird viel gelacht. Ich schwöre es euch, wenn das nicht kann stimmt. Ich bestätigen. Ja. Ja. tolle Runden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Thanks, Johnny. Thank you very much. Looking forward to your races and viel Glück, viel Erfolg. Danke. Alles Gute. Vielen Dank. Und für mich war es ein Erlebnis, nochmal auch in diesem Fall einen hier zu haben, der mich begleitet hat durch mein halbes Leben, Johnny, und ein junger Mann, der dabei ist, Karriere zu machen. Ich komme leider nicht mehr dazu, das zu kommentieren, aber ich gucke es mal im Fernsehen an. Alles Gute für euch. Dankeschön. Danke. Danke. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.